rechts leider jetzt nicht so gut. Aber keine Angst, Sie können alle unsere Präsentation auch nachher über Slideshare anschauen, dann in voller Größe und können sehen, welche Bibliotheken, welche Museen sich an diesem Projekt noch mit beteiligen. Die SUB Hamburg ist auch in Facebook, um mal ein deutsches Beispiel auch zu nennen. Sie sehen, was man alles machen kann. Man kann auch sehr gut in Diskussionen mit den Fans einer Bibliothek dann treten über die Wall. Wer von Ihnen in Facebook ist, weiß, wie das funktioniert. Auch die SUB hat einige Fans, ich glaube 350 oder so, ich kann die Zahl selber nicht so gut lesen. Sie sehen, die binden auch ein paar Bilder ein, Neuigkeiten, Schließungszeiten, Flohmärkte, was man sich alles so vorstellen kann. Auch in Library Things sind Bibliotheken vertreten, entweder indem sie eigene Kataloge dort präsentieren, da habe ich nachher noch ein Beispiel, oder einfach allgemeine Informationen über die Bibliothek, eine Karte mit dazu, ein Bild und auch dort, wenn man mag, nochmal Veranstaltungen, die in der nächsten Zeit anstehen. Nochmal ein Beispiel, ein deutsches Beispiel für Twitter. Die TIBUB Hannover bzw. der Fachreferent für Wirtschaftswissenschaften twittert, ganz bunt gemischt, Neuigkeiten, die für den Fachbereich interessant sind, neu angekommene Bücher, immer gleich schön verlinkt zu dem entsprechenden Katalogeintrag, sodass jemand in diesem Fachbereich einfach diesen Stream, so nennt man das, abonnieren kann, dem folgen kann und automatisch diese Information auf einem ganz neuen Informationskanal enthält. Und nach nur kurzer Zeit hat die TIB schon fast 100 Freunde oder Follower, wie man bei Twitter sagt. Die Fachhochschulbibliothek Hannover ist auch in Flickr vertreten. Dort dokumentieren sie momentan den Umbau der Zentralbibliothek. Finde ich auch ein netter Gedanke, einfach so ein bisschen persönliches Gesicht der Bibliothek zu verleihen, auch auf diesem Kanal die Nutzer ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Was passiert gerade in der Bibliothek? Wie weit sind wir schon? Was machen wir gerade? Auch mit der Option, dass Nutzer dort kommentieren können. Mobile Applikationen werden auch immer interessanter, vor allen Dingen für ein Gerät wie zum Beispiel das iPhone. Da gibt es eine Vorreiterbibliothek aus den USA, die DC Public Library. Die haben sich gesagt, wir bringen wirklich eine Applikation raus, wo man im Bibliothekskatalog recherchieren kann und Zugang hat zu den Locations der Bibliotheken und den Öffnungszeiten. Diese Applikation wird sehr gut angenommen, also hat hauptsächlich auch sehr hohe Ratings. Kann man jetzt leider nicht so gut lesen, was ein Nutzer hier schreibt. Der schreibt aber so in etwa, cool, in die Bibliothek gehe ich jeden Tag und jetzt haben die auch noch eine Applikation fürs iPhone rausgebracht, wo ich dann im Katalog recherchieren kann. Wie hier ich jetzt einfach mal gezeigt habe, man kann den Katalog angucken, man kann Öffnungszeiten und Standorte einsehen. So sieht eine Katalogsuche aus. Sie müssen sich vorstellen, von der Größe her ist das das Display. Also so sieht das dann in echt aus. Man kann schon sehr gut damit hantieren, das Ganze sehr gut lesen. Man kann sich zeigen lassen, in welcher Bibliothek der Titel, den ich gefunden habe, verfügbar ist. Ich kann sogar Vormerkungen setzen, wenn das Ganze ausgeliehen ist. Ich kann mir eine kurze Inhaltsangabe plus Cover zu einem Medium anschauen. Und dann kann ich eben die verschiedenen Zweigstellen der Bibliothek aufrufen. Sie sehen dann die rechte Seite Martin Luther King Jr. Memorial Library Öffnungszeiten. Und hier die Funktion des iPhones ganz gut genutzt. Wenn Sie auf Location klicken, dann öffnet sich Google Maps und Sie können eine Anfahrtsbeschreibung anfordern. Wenn Sie auf die Telefonnummer klicken, und das sollten Sie dann nur, wenn Sie in den USA sind, können Sie direkt die Bibliothek anrufen. Noch ein Beispiel, nochmal Library Thing, die Gender-Bibliothek der Humboldt-Universität, die bieten ihren Katalog über Library Thing an. Das Schöne an Library Thing ist, dass die schon so ein paar Funktionalitäten haben, wie Coveranzeige, Bewertung, man kann Tags vergeben, man kann Kommentare schreiben und die haben eben ihren Katalog dort auf Library Thing, im Prinzip ihre Medien katalogisiert und bieten die auf diese Art und Weise für die Nutzer an. Die Gender-Bibliothek ist an sich sehr im Web 2.0 unterwegs, lohnt sich also durchaus mal einen Blick. Auch die sind in Flickr aktiv, haben Arbeitsplätze fotografiert und wie ich finde, machen damit einfach ein bisschen schöne Werbung für die Bibliothek, zu sagen, hey, wir haben auch ganz nette Arbeitsplätze, sind nur eine kleine Bibliothek, aber wir bedienen uns eben der Web 2.0 Sachen, die es gibt, weil Flickr, Twitter, Facebook ist alles kostenlos für Sie dann zur Verfügung. Sie sehen, auch die Gender-Bibliothek ist in Twitter, in Facebook, bei NetVibes und eben bei Flickr. ETH-Bibliothek Zürich, auch die ist in Facebook vertreten und hier kann man sehr schön sehen, wie gut sich die verschiedenen Netzwerke auch gegenseitig mit Informationen füttern. Das heißt, hier auf der Facebook-Seite ist ein RSS-Feed eingebunden, ETH-Bibliothek aktuell.
dieser ist auch auf der Homepage. Das heißt, der Bibliothekar muss jetzt nicht an drei Stellen die Informationen schreiben, sondern er schreibt sie einmal an einer Stelle und kann über RSS-Feeds zum Beispiel auch Twitter füttern oder eben den Facebook-Account. Das heißt, Sie haben die Arbeit nicht 3, 4, 5 Mal, sondern wenn Sie sich per RSS bedienen, im Idealfall dann nur ein einziges Mal. Sie sehen auch wieder hier ETH-Bibliothek in Twitter. Und Sie sehen, entweder können Sie der Bibliothek über Twitter folgen, also quasi ein Freund der Bibliothek werden. Wenn Sie das nicht möchten, kann man aber auch über RSS das Ganze abonnieren und so drauf zugreifen. In der Stadtbücherei in Frankfurt haben wir uns überlegt, können wir nicht auch schon mal zumindest ausprobieren, wie das so ist, in einem sozialen Netzwerk verfügbar zu sein. Wir haben angefangen mal mit StudiVZ. Obwohl wahrscheinlich das Schüler-VZ für eine öffentliche Bibliothek mit vielen jugendlichen Nutzern noch sinnvoller wäre. Im Prinzip haben wir beim StudiVZ deshalb angefangen, weil ich irgendwann entdeckt habe, dass ein Fan der Bibliothek, also jemand, der kein Mitarbeiter der Bibliothek ist, eine Fangruppe aufgemacht hat. Und dann ist es doch einfach sehr schön, auch quasi nochmal einen offiziellen Kanal der Bibliothek im gleichen Forum anzubieten, wo man sagen kann, hey, hier kannst du Fragen stellen. Ich bin natürlich auch gleich Mitglied in dieser Gruppe geworden, um zu sagen, wenn ihr Fragen habt zur Stadtbücherei, ich bin aus der Stadtbücherei, ihr könnt mir also auch hier über StudiVZ Fragen stellen, wenn ihr mögt. Dann gibt es noch Wer kennt wen? Das ist nur in Teilen Deutschlands ein bekanntes Netzwerk. In Hessen boomt das zurzeit. Also es sind so die ganz normalen Leute drin, die mit Facebook nichts anfangen können, denen das alles zu hoch ist, sondern die wirklich ein Netzwerk für jedermann wollen. Das ist Wer kennt wen? Da haben wir dann auch angefangen, eine Gruppe zur Stadtbücherei. Es sind noch nicht sehr viele Nutzer drin, was aber einen sehr guten Effekt hat, es sind sehr viele Mitarbeiter dabei, die irgendwie gesagt haben, cool, da hat jemand aus der Stadtbücherei, hat dort eine Gruppe aufgemacht und wir können uns so einfach auf diese Art und Weise identifizieren. Wir sagen, wir gehören zur Stadtbücherei Frankfurt und wir tauschen uns dort auch über Sachen aus wie Öffnungszeiten, Betriebsausflüge und so weiter und so fort und informieren auch die Nutzer, wenn Schließungszeiten oder Veranstaltungen anstehen. Bei LibraryThing haben wir auch mal eine Veranstaltungsseite angelegt, letztendlich deshalb, weil ein Nutzer uns zuvor gekommen ist und wir dann gedacht haben, wenn die Nutzer schon auf die Idee kommen, bei LibraryThing ein Profil für die Stadtbücherei anzulegen, dann sollten wir schnell mal gucken, dass wir das aktualisieren, ergänzen, weil natürlich kann jeder einen Flickr-Account, Flickr.com, Fotos, Stadtbücherei Frankfurt anlegen, solange der nicht vergeben ist. Das muss nicht unbedingt jemand aus der Stadtbücherei sein. Deswegen haben wir gesagt, wenn da schon jemand was angefangen hat, dann wird es Zeit für uns, dort auch hinzugehen und präsent zu sein. Klar, Herausforderungen haben Sie, wenn Sie sich überlegen, für Ihre Bibliothek in so einem Netzwerk anzufangen. Es gibt so viele Netzwerke, dass Sie ein passendes auswählen müssen, denn Sie können nicht in allen Netzwerken sein, zumindest nicht am Anfang, sollten Sie schon genau überlegen, meine Zielgruppen, meine Nutzergruppen, wo halten die sich am ehesten auf? Ob Sie das jetzt durch eine Umfrage herausfinden oder einfach gucken, habe ich viele Jugendliche, die sind in Deutschland eher im Schüler-VZ, gehe ich erstmal dorthin, müssen Sie sich überlegen. Sie sollten sich davon aber nicht abschrecken lassen, das dann nicht zu tun. Passende Inhalte auswählen müssen Sie natürlich auch, aber da gibt es mittlerweile schon so viele Beispielbibliotheken, dass Sie dort einfach gucken können, was bieten die an und dann können Sie sich überlegen, also ich denke mal Öffnungszeiten, Anfahrtsbeschreibung, das ist so das ganz Normale, meistens kommen noch Veranstaltungen und Bilder hinzu und ob Sie